ein neues Jahr steht vor der Tür und damit natürlich auch der Wunsch, dieses Jahr alles anders zu machen als letztes. Ob das immer so eine gute Idee ist, ist die Frage. Ich bin aber der Meinung, dass es durchaus sinnvoll sein kann, kleine Veränderungen in seinem Alltag zu schaffen, um langfristig einfach seinem persönlichen Ziel näher zu kommen. Und da das meiner Meinung nach am besten durch die Änderung der eigenen Gewohnheiten erreichbar ist, gibt es heute 24 gute Gewohnheiten für 2024. Positive Self-Talk. Die Art und Weise, wie du mit dir selber redest, beeinflusst nicht nur deine Gedanken, sondern auch dein Verhalten. Also red dir einfach öfter mal gut zu, sag dir vielleicht laut mal vor, dass du stolz auf dich bist und hype dich richtig auf. Glaub mir, das macht so einen Unterschied. Journalen bzw. einfach mal seine Gedanken notieren. Das ist meiner Meinung nach nichts, was man jeden Tag machen muss. Wenn man das möchte, kann man das auf jeden Fall tun. Aber ich finde, man sollte sich damit einfach nicht unter Druck setzen. Das habe ich zum Beispiel früher gemacht. Und dann bringt es auch relativ wenig, denn wenn man manchmal nichts aufzuschreiben hat, dann braucht man eben auch nicht journalen. Ich finde, es ist aber einfach eine super Methode, um einfach mal seine Gedanken und Gefühle loszulassen bzw. sich auch einfach eine gewisse Klarheit darüber zu verschaffen. Manchmal staut sich ja so einiges im Kopf an und man weiß irgendwie gar nicht, wie man richtig fühlt oder woher gewisse Gefühle auch kommen, und das alles einfach mal runterzuschreiben, ohne Struktur, hilft enorm. Feste Handyzeiten. Ja, wir wollen alle weniger ans Handy gehen, sagen wir auch immer wieder. Aber sich das komplett zu verbieten, führt meistens ins komplette Gegenteil. Stattdessen funktioniert für mich intentionale Handynutzung viel besser, und das kann ich am besten durch feste Handyzeiten etablieren. Direkte Lichtexposition nach dem Aufstehen. Unser Schlafverhalten und damit auch unsere Müdigkeit wird vor allen Dingen durch das Hormon Melatonin gesteuert. Und das wird durch Licht getriggert. Wenn wir also nach dem Aufstehen schnell wach werden wollen, sollten wir uns ganz, ganz schnell Licht aussetzen. Klingt erstmal basic, aber ich weiß, dass ich zumindest früher immer noch länger im Bett gelegen habe, und zwar in der Dunkelheit, und mich gewundert habe, warum ich einfach nicht wach werde. Wer von euch sitzt auch regelmäßig so am Schreibtisch und wundert sich Stunden später über Nackenschmerzen? Ich hatte es mir für letztes Jahr vorgenommen, einfach mal bewusster auf meine Körperhaltung, insbesondere beim Arbeiten, zu achten. Habe festgestellt, dass meine Nacken- und auch Rückenschmerzen sich so reduziert haben. Ich habe mir dafür auch so einen kleinen Zettel angelegt, wo ich einfach draufgeschrieben habe, achte auf deine Haltung. Und immer dann, wenn ich gerade vom Laptop hochgucke, sehe ich diesen Zettel, werde daran erinnert und setze mich wieder gerade hin. Das hilft enorm. Was das Ganze auch extrem unterstützen kann, ist es, im Stehen zu arbeiten. Ich habe mir dieses Jahr auch einen Stehschreibtisch angeschafft und der hat auch einiges verändert. Feste Aufsteh- und Schlafenszeiten. Ich habe ja ein komplettes Video für gesunde Schlafroutinen auf meinem Kanal. Verlinke ich euch gerne auch nochmal oben. Aber was ich dieses Jahr vor allem herausgefunden habe, ist, dass für einen gesunden Schlaf feste Zeiten und feste Routinen besonders wichtig sind. Also stellt euch am besten einen Wecker, der euch automatisch daran erinnert, sowohl morgens als auch abends. Regelmäßig seine eigenen Social-Media-Accounts checken und das entfernen, was einem nicht gut tut. Ich sag's ganz ehrlich, damit geht's euch viel besser. Jeden Tag sein Bett machen. Klingt simpel, klingt einfach, macht aber extrem viel aus. Einfach weil man dadurch irgendwie produktiv in den Morgen startet, man hat direkt etwas erledigt und fühlt sich dann auch bestärkt, weitere Aufgaben zu erledigen. Sich jeden Morgen ein bisschen fertig machen. Das muss jetzt nichts Großes sein, aber einfach sich anziehen, seine Haare vielleicht ein bisschen machen, vielleicht sich auch ein bisschen schminken, wenn man das möchte. Ich finde, das macht einfach einen extremen Unterschied, insbesondere wenn man viel zu Hause arbeitet oder lernt. Denn das würde man ja, wenn man in ein Büro oder explizit auch in die Uni fahren würde, auch machen. Entsprechend entsteht da irgendwie so ein ganz anderes Arbeitsgefühl. Seine Finanzen tracken. Ich habe das Gefühl, insbesondere junge Menschen haben keinen wirklichen Überblick über ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben, was dazu führt, dass sie vielleicht dauerhaft viel mehr Geld ausgeben, als es ihnen eigentlich lieb wäre. Deswegen nutze ich einfach gerne Apps, wie zum Beispiel Moneyfy, ist keine Werbung, mag ich einfach nur gerne, um einfach jedes Mal, wenn ich irgendwas ausgebe oder eine Einnahme habe, das einfach einzutragen. Jeden neuen Termin direkt in seinen Kalender eintragen. Häufig hören wir nämlich von neuen Terminen, denken uns, dass wir die dann aber später erst eintragen werden, und dann kommt es irgendwie zu unschönen Terminüberschneidungen oder dazu, dass wir extrem Stress haben. Deswegen habe ich es mir angewöhnt, dass einfach tatsächlich direkt zu machen, selbst wenn ich es mir einfach nur kurz ins Handy eintrage und später dann in meinen richtigen Kalender übertrage. Ein bisschen Eigenwerbung an dieser Stelle, das ist by the way mein eigener Kalender, den habe ich selber erstellt, auch schon mal vorgestellt in einem anderen Video, und der ist aktuell extrem runtergesetzt. Das heißt, wenn ihr noch nach einem neuen Kalender für 2024 sucht, schlag gerne zu. Regelmäßig, und damit meine ich wirklich täglich, Bewegung. Sei das Sport, sei das Spaziergänge an der frischen Luft, beides tut gut, aber ich finde beides einfach immens wichtig für das eigene Wohlbefinden. Genug trinken. Ich trinke täglich 2,5 bis 3 Liter, und seitdem ich das mache, habe ich weniger Kopfschmerzen und fühle mich insgesamt einfach besser. Die 2-Minuten-Regel. Alles, was nicht länger als 2 Minuten in der Erledigung dauert, sollte man am besten sofort machen. Wie oft kommt es nämlich vor, dass wir Aufgaben unnötig aufschieben, insbesondere dann, wenn sie klein sind. Das summiert sich irgendwann, und irgendwann hat man tatsächlich dann einen riesigen Berg von Aufgaben, was einfach unschön ist. Deswegen habe ich mir einfach angewöhnt, E-Mails oder kleine Nachrichten, die man schreibt, zum Beispiel direkt zu beantworten. Das ist einfach super schnell gemacht, man fühlt sich so viel besser danach. Habe eine Routine für schlechte Momente oder sogar schlechte Tage. Das setzt natürlich voraus, dass man sich selber kennt und eben auch weiß, was einen aus Downphasen selber wieder rausholen kann. Bei mir zum Beispiel ist das einfach gute Musik, die ich dann mit Kopfhörern und Noise Cancelling höre, sodass ich auch nichts anderes mehr
wahrnehmen. Ich bin besonders auch ein Fan von Taylor Swift. Die macht mich eigentlich immer sehr glücklich. Egal, wie schlecht es mir geht. Entsprechend immer dann, wenn ich schlechte Laune habe, mache ich einfach vielleicht eine 15-minütige Dance-Session oder Musik-Session, dann geht es mir wieder besser. Und das solltet ihr eben für euch auch persönlich rausfinden. Apfelessig. Ich habe angefangen, den Anfang des Jahres immer zu trinken, jeden Morgen auf nüchternen Magen mit heißem Wasser. Und wenn ich ganz ehrlich bin, schmeckt es wirklich absolut scheußlich. Man muss es sich immer ein bisschen runterwürgen, aber es wirkt wirklich Wunder für den eigenen Darm. Ähnlich ist es mit sogenannten Probiotika. Damit habe ich auch dieses Jahr angefangen und die bauen eben eure Darmflora auf. Euer Darm hat einfach Einfluss auf so vieles. Mache ich vielleicht nochmal ein extra Video zu. Lohnt sich aber auf jeden Fall, sich damit mal zu beschäftigen. Jeden Abend, wenn man fertig ist mit dem Arbeiten, kurz seinen Schreibtisch aufräumen. Man setzt sich am nächsten Morgen einfach gleich viel lieber dran, hat nicht die Hürde des Aufräumens. Das hat bei mir echt so vieles verändert. Ähnlich sieht es damit aus, einfach abends schon seine Tasche für den morgigen Tag zu packen. Habe ich früher auch nicht gemacht, hatte morgens immer Stress oder habe auch einfach wichtige Dinge vergessen. Und auch das hat so einiges verändert. Sich jeden Tag mindestens 15 Minuten nehmen, um irgendwas Neues dazu zu lernen. Einfach nur, damit wir keine Fachidioten bleiben und uns vielleicht nur in unseren Fachkreisen, unseres Studiums oder unserer Schule auskennen, sondern einfach auch einen weiteren Horizont haben. Und ich finde, 15 Minuten kann jeder machen. Und das geht ganz einfach durch Podcasts, Bücher oder auch TED-Talks. Seine Zunge putzen. Googelt einfach mal, wie viele Bakterien auf unserer Zunge sitzen. Und dann werdet ihr wissen, warum es sich lohnt, diese mitzuputzen. Seinen Wecker ganz weit weg vom Bett stellen. Dadurch habt ihr morgens keine Ausrede, um irgendwie nochmal aufs Snooze zu drücken, sondern ihr seid gezwungen, aufzustehen, wodurch ihr automatisch beim ersten Weckerklingeln wach seid. Sogenannte Get-Shit-Done-Tage. Das sind Wochenenden oder Wochenendtage, an denen man einfach nur alles Liegengebliebene aufarbeitet. Es staut sich nämlich einfach automatisch manchmal etwas an und das einfach komplett mal wegzuarbeiten und dann einfach frisch in eine neue Woche zu starten, ist so viel wert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne mal weitere gute Gewohnheiten für 2024 in die Kommentare, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder.